So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Ich werde heute mal ein bisschen gemütlicher reden. Das liegt auch daran, dass meine Freundin wahrscheinlich eine kleine Gehirnerschütterung hat. Die hat sich nämlich richtig schön den Kopf angehauen und muss deswegen heute erstmal im Bett bleiben. Ich habe keine Ahnung, wo meine Maus ist. Nun spielen wir mit Touchpad. Ist auch okay. Ich habe hier extra den Screen drin gelassen, weil ihr seht, die haben das Overlay ein bisschen verändert. Und wir haben eine neue Freundesanfrage, die nehmen wir natürlich gerne. Von Vanny. Vanny. Habe ich gerade abgelehnt? Habe ich gerade ablehnen gedrückt? Wenn ja, nee, habe ich nicht. Okay, alles gut. Ich dachte schon, ich hätte abgelehnt. Dein Geburtstag? Stimmt, 15.09. dein Geburtstag. Wir haben kein Geld mehr, aber wir haben ja heute noch die Booster Challenge. Du möchtest was trinken? Ja, viel trinken bei der Gehirnerschütterung, bitte. Und ich habe nachgeguckt, du darfst schlafen, wenn du möchtest. So. Ach, da liegt meine Maus. Ohne Maus ist's aus. So, hier können wir Echo des Donners gewinnen. Das ist gut, da kriegen wir mal ein paar Standardkarten. Ja. Müssen wir jetzt mal gucken. Standard versus Leiter bedeutet ja immer ein bisschen Spaß. Meine Freundin wird sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ausruhen müssen. Ist halt jetzt so. Oh! Es sind wohl jetzt die Tag-Team-Karten drin, weil das sah vorher nicht so aus. Das sah vorher ganz und gar nicht so aus. Das sieht cool aus. Und wir kämpfen gegen die Fusion. Guck mal. Hier, die Tag-Team-Marken sehen cool aus. Diese Tag-Team-Karten, die du online gesehen hast, die scheinen jetzt wirklich online zu sein, weil die neue Marke ist hier drin. Gibt es dann auch neue Booster? Müssen wir mal gucken. Ein Kinderriegel kriegst du von mir. So. Bitte. So, wie kriegen wir jetzt dieses Kapu Kime kaputt? Also doppelt farblos Energie und dann würde ich sagen, ziehen wir einfach mal komplett nach in der Hoffnung, dass wir noch eine ziehen. Das ist keiner, aber wir können uns hier eventuell Entwicklungskarten sichern. Ja, da holen wir uns gleich einen Hundemon und noch einen Heiterer. Gut, unten verbinden ist jetzt nichts. Wollen wir uns noch mehr Karten holen? Ne, offenbar nicht. Wir machen, also wir können gar nicht. Okay, wir brauchen eine Doppelfarblose Energie noch, damit wir hier mit Risiko-Tackle zuhauen können. Fügt sich selbst 80 Schaden zu, haut aber dafür das P um. Weiß ich nicht, ob das so cool ist, aber wir kriegen auf jeden Fall damit beide platt. Okay, man kann damit ein Phase 1 Pokémon einfach entwickeln, mit diesem Ditto. Wird er wahrscheinlich ausnutzen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sowas ist richtig gut, wenn man viele verschiedene Entwicklungen hat. Dann kann man damit, ja, je nachdem, was man hat, einsetzen. Das ist ganz cool. Aber ihr dürft nicht vergessen, wir sind hier in der Booster Challenge. Dementsprechend, ja, ist das alles ein bisschen schwerer. Ihr habt euch vielleicht auch gefragt, das habe ich bisher vergessen zu erzählen, muss ich jetzt mal nachholen, warum am Montag kein Part kam. Und diese Erklärung ist so simpel wie genial. Telekom. Beziehungsweise Telekom und ein Bagger. Was haben diese Dinge gemeinsam? Wenn sie zusammentreffen, ist doof.
Ich glaube, das muss ich näher erklären, sonst versteht ihr es nicht. Also, folgendes. Montagmorgen, man hätte es nicht vorhersehen können, gab es plötzlich kein Internet mehr. Es war einfach weg. Und, jetzt kommt die Doppelfahrblosnacke. Wir hatten keine Ahnung warum und haben dann im Verlauf des Tages dann erfahren, dass da wohl tatsächlich ein Bagger ein Glasfaserkabel bei Bauarbeiten zerlegt hat und ja, das war das Ende des Internets. Na gut, nicht des kompletten Internets, aber zumindest für uns vorübergehend. Das ist das Problem, wenn wir das Vieh mit Risikotackle hauen. Dann sterben wir dabei selber. Aber wenn wir es nicht machen, können wir keinen Schaden machen. Komm drauf! Noch so eine Doppelfahrplus ziehen. Theoretisch, wir müssten halt Hundemon jetzt powern. Wenn Hundemon draufhauen kann, gewinnen wir. Naja gut, es wird trotzdem schwer zu gewinnen. Jetzt klopft es an der Tür. Was? So, jetzt muss ich kurz unterbrechen. Da war gerade die Mutter drin. Fragt er, was los ist. Ja, meine Freundin, die muss ich jetzt ein bisschen ausruhen. Magst du noch irgendwas? Außer mein Mikrofon im Auge? Ich habe eine kalte Hand, Moment. Ich kühl deinen Hinterkopf. Ist dir warm? Ja, Leute, mit so einer Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen. Aber ich passe schon auf meine Freundin auf. Ja, du hast das Mikro überall. Ja, Leute, also, ich erwarte jetzt eigentlich von jedem, zumindest Cory und Bit, von euch weiß ich, dass ihr in der Lage seid, Kommentare zu schreiben, dass ihr immer gute Besserung schreibt. Weil meine Freundin, die kuschelt sich jetzt gerade so lieb an mich. Der geht's gerade nicht gut und... Oh nein, ich habe die falsche Ich habe den falschen Effekt aktiviert. Ich bin so doof, Leute. Ich wollte eigentlich austauschen und habe auf Dings gedrückt. Das passiert, wenn man unachtsam ist. Aber Leute, mit dem Booster-Challenge-Deck so weit zu kommen, ist schon mal... Ist schon mal gut. Problem ist, wir können das Evoltech nie zurückziehen. Das können wir vergessen. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir mehr Karten haben als er Fusion hier mit seinem komischen... Wie heißt das Ding? Barrett? Der Hut. Nein, das ist keine Melone. Ich glaube, es ist ein Barrett, oder? Ich bin so schlecht, was das angeht. Ich meine, der Hut heißt Barrett, aber... Nagelt mich nicht drauf fest. Wir haben nicht mehr viel Karten. Noch eins entwickeln, ja. Als wenn eins von diesen nicht zurückziehbaren Pokémon nicht genug wäre. Und ich hab's verkackt. Ja gut, er scheint nicht viel Energie zu haben. Wenn wir Glück haben, können wir jetzt gleich das Gardevoir weghauen und die anderen dann in Folge. Da bereitet sich schon das nächste drauf vor, uns hier in den Hintern zu treten. Aber das lassen wir nicht zu. Das lassen wir nicht zu. Wir schlagen zurück. Oh, gleich noch eins, aber wir müssen gucken, dass wir mehr Handkarten haben als unser Gegner. Aber das können wir irgendwie auf die Reihe kriegen. So, jetzt
Jetzt haben wir weniger Handkarten, aber jetzt mischen wir einfach wieder alles rein und ziehen neu. So, damit haben wir wieder 6 Handkarten. Das reicht für den Angriffseinsatz, obwohl der große Schaden hätte auch gereicht. So, und dann nehmen wir uns 2 Preiskarten. Alles gut. So. Bin ja schon froh, dass du nicht blutest. Machst du jetzt ein Video? Ja, Pokémon Go. Schatz. Oh, ich ein bisschen aus und viel trinken. Ja? Übergeben ist normal bei einer Gehirnerschütterung, aber versuch's zu vermeiden. Wenn sie es vermeiden lässt, versuch's zu vermeiden. So, wir sind derzeit, glaube ich, sogar am Gewinn. Oh Gott, jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir nicht mehr am Gewinn. Sagt man im Englischen so schön, the tables have turned. Oder wie Pasch auch im Deutschen sagt, die Tische haben sich gedreht. Das wird ein bisschen arg knapp hier mit Gewinnen. Ich glaube, gewinnen können wir nicht, aber wir sind eigentlich ganz gut dabei. Was? Oh, das ist 150 schon. Style Shop. Da gibt es jetzt Rocco und Mystik-Kleidung. Problem ist, wir können das Vieh nicht besiegen, weil wir nicht genug Energie haben. Ne, das wird nichts mehr, Leute. Weil dieses Kaporiki nicht das ist, das auf alle Schaden macht. Obwohl, das hätte, glaube ich, nur 50 gemacht, das wäre auch zu wenig gewesen. Also es reicht hinten vorne nicht hier umzugehen. Das hat nicht so viel Rückzugskosten. Wenn wir noch einen Kukui ziehen, können wir damit gewinnen. Also nicht gewinnen, sondern nur das besiegen, aber das haut uns eh weg. Ist dein Handy leer? Oder ist es ausgemacht? Ja, brauchst ein bisschen Ruhe. Ja, Leute, Ruhe. Ruhe und Frieden. Ist ja jetzt bald Weihnachten. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft? Ich noch nicht. Ich werde jetzt die Tage mal in meine Wohnung fahren, damit meine Freundin nicht mitkriegt, was sie zum Geburtstag kriegt. Weil ich schon genau weiß, was ich hier kaufe. Yeah. Ich bin mir sicher, dass es dir gefällt. Was? Glückwunsch zum Gewinn der Goldmedaille. Wenn du möchtest, kannst du im Versus-Modus gegen Trainer auf der ganzen Welt antreten. Okay, schön. Die Liga habe ich schon längst besiegt. Ja, ich weiß, du magst Wolf lieber bei dir haben. Aber Wolf muss ich auf Weihnachten vorbereiten. Doch. Und du kommst ja über Weihnachten. Leute, über Weihnachten ist meine Freundin bei mir und Silvester auch. Und Zero kann an Silvester nicht. Ätzend. Vielleicht machen wir, weiß ich nicht. Wenn Dark Slicer nicht kann, machen wir Silvester-Livestream. Keine Lust. Na gut, aber wir gucken mal. Silvester, irgendwas müssen wir Silvester machen. Es geht nicht, dass wir da gar nichts machen. Mal gucken, Dark Slicer kann bestimmt. Weiß ich nicht. Was wir da mit Dark Slicer machen, ganzen Abend Monster Hunter. Oder Yu-Gi-Oh!
Freundin wirkt nicht so begeistert. Aber gut. Was macht ihr denn so an Silvester? Ich hoffe, die Antwort ist mein Jahresrückblick schauen. Ich bedanke mich auch nochmal. Max, du hast ja, glaube ich, gesagt, du übernimmst Let's Go Evoli. Das wäre super, wenn du das machen könntest. Ja, bis Weihnachten am besten die Dinger schicken. Die Kurzdinger. Fusing guckt Monster Hunter. Und ich übernehme alles, was das unkreative Ding und Pasch nicht übernehmen. Ich bin sehr froh, dass Pasch sehr viel übernimmt. Zumindest zwei Projekte. Von denen, die wir zusammen gemacht haben. Nein, nicht wegdrehen. Mein Freund dreht sich gerade weg. Ich glaube, die ist ein bisschen kaputt jetzt wegen der Gehirnerschütterung. Und ein bisschen böse auf mich, weil ich irgendwann einfahre. Aber ich bin froh, dass er über Weihnachten da ist. Dann erträgt sie mit mir meine Familie. So. Beim Gigastoß können wir es nächste Runde direkt umbringen. Aber dafür müssen wir diese Runde leider noch auf einen Angriff verzichten. Und die Runde drauf auch. Aber immerhin kommt es wahrscheinlich nicht zum Angriff. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Ja, mal gucken. Vielleicht hole ich hier nachher noch was von McDonald's. Ja, da freut sich meine Freundin. Warum nicht? So, gerade mal einen Schluck trinken. Peter hat uns ausgetauscht. Austauschen ist nicht nett. Wie machen wir das denn jetzt? Machen wir es so. So, und dann hoffen wir, dass wir einen Kukui ziehen. So, das und das da weg. Obwohl, Feuerenergie hätten wir vielleicht auch noch gebraucht. Und es ist kein Kukui. Vor allen Dingen der Angriff ging auf unsere Gegner, aber hätte uns geheilt. Ja, mit mitfühlenden Klaps können wir 100 Schaden machen. Jetzt muss ich nochmal genau lesen. Wenn auf dem aktiven Pokémon deines Gegners... Ja? Soll ich es ein bisschen weiter rüber machen? Ach, das ist der mitfühlende Klaps. Wenn auf dem aktiven Pokémon deines Gegners mindestens ein Schadensmark liegt, bevor diese Attacke Schaden zugefügt hat, hat diese Attacke keine Auswirkung. Das heißt, One-Hit-Wonder. Und da ist Kukui. Hightower brauchen wir jetzt noch nicht. Können wir dann nächste Runde machen. Jetzt erstmal hier der mitfühlende Klaps. Und so mitfühlen, dass er den Gegner mit einem Schlag umgehauen hat. Jetzt kriege ich auch einen mitfühlenden Klaps. Aber der ist immerhin nicht 120 Schadenspunkte wert. Und dann hauen wir das Vieh mit Risikotackle. Eine Attacke, die uns fast umbringt. Können wir nur zweimal einsetzen. Diese Attacke ist ziemlich übel. Auch für uns. Aber wir können dann austauschen. Das ist gut zu wissen, dass man austauschen kann, wenn ich nicht wieder das Falsche drücke. Aber es sieht gut aus. Es sieht aus, als könnten wir sogar gewinnen. Keine Doppelfarblos-Energie. Schade. Risiko-Tackle. So, das da haben wir weg. Wir haben 80 Schaden genommen, Hälfte unseres Lebens ist weg. Das ist jetzt nur noch hier für Notfälle. Wie nochmal 10 Schaden. Nochmal 10 Schaden. Ja, 40 Schaden nehmen wir dadurch noch. Hätten wir jetzt ein Pokémon Center, könnten wir das dann auf der Bank auskurieren. Oder wir nehmen hier das Scharnera und machen unten verbinden.
Schlimme ist, er spielt keine Booster, sie spielt keine Booster Challenge. Das heißt, sie spielt wirklich so. Ja, aber es sieht danach aus. Level up, yeah. So, wir tauschen jetzt aus und holen uns unser Evoltech. Das wird hier nämlich jetzt mal pure Gewalt anwenden. Das ist Iskala umhauen. So. Haben wir noch einen Luster. Wenn wir das Kaporiki wegkriegen, haben wir auch gewonnen. Vorteil ist, wenn wir Kopf kriegen, machen wir 120 Schaden. Also ist Kaporiki mit einem Schlag weg. Nachteil, wenn wir Zahl kriegen, hauen wir uns selber. Aber dafür, wir sind gut dabei. Wir haben schon die Hälfte der gegnerischen Pokémon besiegt. Und das kleine Mimikyu hier mit Mobsen, das kann uns ja auch nichts. Oh Gott, Salto-Spirale, das ist das Vieh. Wir brauchen Energie. Okay, Feuerenergie. Die möchte ich eigentlich ungern benutzen. Aber wir haben zwei davon, gut. Müssen wir jetzt einen nehmen. Gigastoß, ich will das Vieh auf jeden Fall tot haben, bevor es unser Hyterra tötet. Hyterra kann nur von einem getötet werden und das ist Hyterra selber. Das ist so unsere Art von Terroranschlag. Im Hyterra-Risiko-Tackle einsetzen. Problem ist, wir können jetzt eine Runde lang nicht angreifen. Das heißt, jetzt kommt wahrscheinlich dieser Mobsen-Angriff. Zwei Karten zu ziehen und wir bereiten Runde. Was? Ah, okay, es bin keine GX-Attacke war. Ich dachte, wenn es eine GX-Attacke war. Okay. Habe ich mich verlesen, war doof. So, jetzt müssen wir irgendwie Runde Power kriegen. Ist das der Automat? So, wir haben keine Feuerenergie. Oh, meine Maus spinnt gerade. Verhaken können wir einsetzen. Mit Doppelfarblos. Das Problem ist halt echt. Ich weiß nicht, wie wir jetzt gerade kämpfen sollen, weil uns fehlt eine Feuerenergie. Wenn wir sie haben, gewinnen wir mit einem Schlag. Sagen wir sie nicht haben. Gewinnen wir gar nicht. So. Immer gut trinken. Trinken ist wichtig. Auch für dich. Und auch für euch, ihr Zuschauer. So, jetzt haut uns natürlich das Giratina hier, aber es macht uns nichts, weil auf das Giratina haben wir gewartet, um Risiko-Tackle einzusetzen. Das heißt, das hauen wir weg und dann heißt es 1 gegen 1 mit 5 Freunden. Ne, mit Einhämmern könnten wir das Mimikma aufmachen. Das ist eine Möglichkeit. So. Wenn wir Feuerenergie ziehen, wäre natürlich super. Elektroenergie. Wäre aber auch eine Möglichkeit, dann können wir den Donnerschlag einsetzen. Okay, dann machen wir es so, wechseln wir darauf und hoffen aufs Beste. Risiko-Tackle. So. Beide Pokémon besiegt. Feuerenergie? Elektroenergie.
haben wir noch einen Kukui. Drei haben wir verbraucht. Wenn wir noch einen vierten haben, könnten wir damit gewinnen. Oder es muss Kopf werden. Ich hätte gern einen sicheren Sieg, aber sicher sind wir hier nicht. Wir hoffen einfach nur aufs Beste. Und da ist schon das nächste in Vorbereitung. Oh Gott. Das heißt, jetzt wird ausgetauscht. Rettungstrage, okay. Aber wenn er weniger, sie weniger als vier Karten auf der Hand, weniger als sechs Karten auf der Hand hat, fünf Karten für den Fall, dass wir Feuerenergie brauchen, können wir versuchen, mit Hundemann hier zu punkten. Genau fünf Karten. Ah, Adressbuch. Perfekt. Haben wir überhaupt noch eine Feuerenergie? Wir haben nicht so viel, wir haben glaube ich fünf. Das heißt, eine ist noch übrig. Eine letzte. Oh, es hat uns nicht umgebracht. Es hat uns nicht umgebracht. Feuerenergie. Okay, das heißt, nächste Runde haben wir gewonnen. So oder so. Ich setze den Donnerschlag nicht ein. Ich kann ihn nicht einsetzen. Wenn ich ihn einsetze und er geht schief, bringt es uns um. Und das ist eine Preiskarte, die ich unserem Gegner nicht einfach so schenken will. Weil halt Hundemann. Es hängt alles an Hundemann. Warum habe ich so viel Duos? Ich glaube, ich drücke deine Gehirnerschütterung weg. Ich finde es übrigens schade, dass so wenig Leute Smash Bros. Angucken. Guckt es euch an, Leute, das macht Laune. Und ein Richter, das bedeutet doch, wir müssen auch. Wir müssen unsere Hand weglegen. Nein. Oh, da ist die Feuerenergie wieder. Das ist so ein knappes Rennen, aber. Sie muss noch eine Karte spielen. Oder wir müssen eine Trainerkarte ziehen. Alles auf eine Karte setzen? Ja, komm. Alles auf eine. Perfekt. Alles auf eine Karte setzen hat sich gelohnt. Wir ziehen jetzt sechs Karten nach, damit haben wir mehr als unser Gegner und machen 130 Schaden. Der Sieg ist unser. Wir haben mit der Booster Challenge gewonnen. Wir haben die Booster Challenge Echo des Donners gewonnen, Leute. Ja, komm, schade meinem Pokémon. Mach nur. Hat sie jetzt aufgegeben? Im Moment ihres Todes. Also das ist ja auch irgendwo billig. Dafür haben wir 300 gekriegt. Warum haben wir da 300 für gekriegt? Ist ja auch egal, Hauptsache wir haben gewonnen. Ich weiß übrigens nicht, was mit meinem Mauscursor los ist, warum der so flackert. Ich glaube, es liegt an Firefox. Da habe ich nämlich ein Update installiert. Ja, aber gut, Leute, das soll es mal für heute gewesen sein. Wir haben gewonnen. Wir haben richtig viel Asche gekriegt, bin ich sehr froh drüber. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, wünsche mal Freunden gute Besserung und wir sehen uns dann, sofern es Internet gibt, am Freitag wieder oder eben bei einem meiner anderen Projekte. Bis dann, tschüss, möchtest du auch was sagen? Tschüss.